Ich hab ein Jagdgewehr. Was hast du da für eine Büchse oben drauf? Das ist das. Das wurde doch vom Mittagessen? Weil. Ja, das ist das Zielfernrohr. Das muss so. Und da willst du durchzielen? Ja. Du hast schon gesehen, dass der Deckel noch zu ist, oder? Ist er zu? Sieht zumindest so aus. Ich bin durstig und hungrig. Lass mich. Ja, okay, es könnte Glas sein, schwierig zu sagen. Da ist ein Trink, ich bin nicht hungrig und nicht durstig. Oh, wir haben wieder mittlerweile ziemlich viel Wasser. Wir haben hier vorhin noch was ein bisschen reingeschmissen. Sehr schön. Danke, ich weiß. Jo, dann sind wir ja schon eigentlich relativ gut dabei, ne? Ich muss, glaube ich, gerade wirklich mit Entsetzen feststellen, dass es mit dem Blutmond irgendwie schwierig wird zeitlich, ne? Ja, ja, wenn könnte ich, knapp werden. Wenn ich so auf die Uhr schaue. Die sind ja irgendwie gischte. Die Frage war noch vorbereiten für den Blutmond. Was da? Wo wollen wir denn jetzt hin? Ins verbrannte Gebiet, ja, da wo du gesagt hast, oder? Nein. Ja, da könnten den Außen, diesen Außenposten da oben könnten wir noch eben kurz einnehmen. Das wäre grundsätzlich möglich. Gebietblock hinpacken und ab dafür. Das würde gehen. So viel war es jetzt auch nicht. Ich weiß halt nicht, wie tief es halt in den Berg reingeht. Aber ich brauche erstmal ein Reparaturkit für mein Fahrrad. Halt's Maul hier draußen! Ja, klar, sprich weiter. Ein Reparaturset haben wir noch. Ja, ja, ja. Ich habe einen jetzt verwendet. Also, wer hat eine Möglichkeit? Dann haben wir, glaube ich, noch zwei. Was ist denn hier schon wieder los, Jungs? Hinter dir? Hinter dir? So. Möchte noch jemand? Alter. Hinter dir? Nein. Nee, nicht mehr hinter dir. Also wir können das halt machen. Das ist halt eigentlich ganz cool da. Mhm. Ist ja auch. Wir müssen dann einfach alles beanpacken, deswegen sage ich vorbereiten. Müssen wir alles mitnehmen, mitschleppen. Ja, so, auf geht's. Komm. Können wir noch kurz vorbereiten. Ja, komm, dann auf geht's. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt und so ein Scheiß. Genau, und so ein Scheiß. Machen wir hier alle Öfen aus. Du sagst es, Schwester. Oh, wir haben keine Kohle mehr. Im Ofen. Doch. Ja, im Ofen. Ach so, ja, das kann sein. Wir haben noch 923. Der macht die Steine nicht mehr fertig. Ja, so, warte mal. Die armen Steine. Lass mich mal bitte da unten an die Rohstoffe. Ach so, oder. Oh. Mhm. Danke, das erst. Entschuldigung. Irgendwie noch ein bisschen Blei, vor allem Eisen können wir ja noch reinschmeißen. Ja, eigentlich das Messing kann ich ja auch da reinschmeißen, ne? Was soll ich den ganzen Scheiß ja auch bewahren? Boah. Achso, ja. Ja. Daniel, Blei brauchen wir hier geschmolzen. Ja, hau rein. Ich wollte gerade sagen, Blei brauchst du geschmolzen. Hau rein, den Kack. Messing brauchst du geschmolzen. Du brauchst eigentlich alles geschmolzen. Ja, hau rein, die Scheiße. Ja, Eisen nicht, aber ja, hau rein den Scheiß. Ja, Eisen habe ich ja nicht alles genommen. Ja, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. So, Muni nehme ich die noch mit, auch wenn ich die nicht brauche. Molotow-Cocktail nimmst du dieses Mal, ich bin so doof für die Dinger. Hab keinen Bock, mich jedes Mal gut funktioniert. Ja, deswegen, ja, ich will mich jetzt nicht jedes Mal, eigentlich verbraten. So, Essen. Essen nehme ich hier die Süppchens noch mit, 4 Stück davon. Testosteron? Haben wir noch 8 Vitamine, guck mal. Vitamine und Naschen. Vitamine, Proteine. Ich nehme noch einen Gipsverband mit. Und Steroide natürlich. Oh ja. Von denen nehme ich 4 Stück mit. Warum haben wir so viele Steroide? Weiß ich nicht. Oh, ich brauche für das Jagdgewehr brauche ich einen Werkzeugkasten. Einen Führerschein. Einen Führerschein. Werkzeugkasten, ja klar. Oh, belastend. Ich nehme ein Reparaturkit mit. So, Verbandskasten, Verbandsdinger, die ich nehme. Verbandskasten auch, komm. Schmerzmittel ist auch immer gut. Die betriebene Nervenschnittstelle steckt das Immunsystem, wenn es in eine Kopfbedeckung eingearbeitet ist. Bitte? Plus 1 Standhaftigkeit. Das sind diese KI-Mods, diese Ach so. Speziellen. Es gibt auch Wahrnehmungsmod.
Gut, ich habe alles. Ich bin ready. Du musst allerdings in den Kopf links einarbeiten. Kopfbedeckung. Ich glaube, meine Kopfbedeckung ist dafür nicht genug ausgereift. Nein. Unzureichend. So, wir sind jetzt gleich bei 2 Stunden. Ja, ist doch schön. Passt das? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Oh, ich kann ja noch Farbe 18, reinschmeißen. 20. Geil. Alter, haben wir jetzt gerade wirklich 10 Aufnahmen gemacht? Wow. Ja, das kann sein. Wow, Alter, wir sind ja richtig fleißig. Fleißige Bienchen. Hast du oben rechts übrigens, wo bist du denn jetzt wieder hin? Ich bin draußen schon. Achso, die Bücher. Komm mal rein. Ich bin gewohnt, dass du mir die normalerweise direkt in der Hand drückst. Du warst halt nicht da. Ja, ist gut. Du bist ja nicht da. So. Ah, hier. Oh, cool. Oben rechts. Danke. Fischtaco. Geil, und Geld. Das Geld habe ich wieder dahin gepackt, wo es hingehört. Fischtacos kann ich machen jetzt. Cool, cool. Oh, geil. Und glaube ich ein bisschen mehr. Oder sind es nur Fischtacos? Ja, ich glaube, es sind nur Fischtacos. Dose Lachs mit Maismehl ist das dann. Maismehl? Dose Scham haben wir nur. Hm, schade. Ja, ich schäme mich dafür. Muss das wirklich Lachs sein? Ja, muss. Schade. Ja, Dose Scham kann ich machen. Ja, okay. Sollten wir, wenn wir da drüber hingehen, nein, noch Dings mitnehmen? Ja, was denn? Schlafmatratzen. Ja, können wir ja unsere von hier mitnehmen. Schrei mir nicht ins Ohr, Junge. Hä, hab ich doch gar nicht. Ich hab einmal eine gute Idee. Yeah! Okay. Vielleicht ein Hörsturz. Hast du Essen so mitgenommen? Yes. Ich hab meinen Schlafsack mit, ich kann deinen nicht mitnehmen. Ja, das ist richtig. Gebietsschutzblock bräuchten wir. Haben wir noch einen auf Lager? Warum brauchen wir Gebietsschutzblock? Sollen wir einfach einen reinknallen? Oder? Warum müssen wir einen mitnehmen? Nicht? Ich dachte, das wäre eine gute Idee. Damit keiner hinter uns spawnt. Oder im Haus. Dann wäre es aber schlau, wenn ich den setze, weil du hast ja deinen hier, ne? Ja, yeah, das ist richtig. Ich baue mir kurz einen. Haben wir keinen mehr auf Lager? Das sind 10 Steine. Ja, ich weiß. Das ist mir schon klar. Und meiner ist drüben beim UFO-Dings. Ach, immer noch. Müssen wir rüberholen hier eigentlich, ne? Also abbauen halt. Das war schlau. Ja, macht ja nichts, wenn er dort ist. Weil wenn ich jetzt einen neuen baue, abbauen kannst du ja den nicht. Du kannst ihn nicht zurückholen. Ach so. Du kannst ihn nur zersprengen lassen. Aber ich hab wieder einen. Gut. Ah, Sekunde, Schlafmatratze. Ich hab mein Mettle vergessen. Ja. Ich fahr schon mal hier den Checkpoint durch. Ja, ich muss erst mal kurz überlegen, wo ich den gebaut habe. Ach doch, warte, doch. Die Quarantäne-Ding. Ja, hinterm Rollstuhl. Genau. Guck mal, der Mais ist schon wieder fertig. Wo ist denn der Ausgang? Alter, diese Doppeltüren hier, ne? Aha. Wir haben jetzt ziemlich viel offen, fällt mir gerade auf. Haben wir das? Ich werde auch mal mein Fahrrad reparieren. Oh, hast du Repair-Kits mitgenommen für Waffen? Ah, warte, ich brauche ja Rohre. Ich habe nur ein Repair-Kit für meine eine Waffe, mehr habe ich nicht mit. Ja, ich brauche ja Rohre. Da habe ich welche mit. Ja, aber ich nicht. Da mehr als genug. Ich glaube, mit 52 kann man was machen. Nein! Vor meiner Nase. Und ich guck nicht. Ah, Steige. Oh, hi, Baum! Das ist ein Baum gespawnt. Achso, Leute. Herrlich, ich liebe diese Nachladeanimation. So, jetzt soll ich nur noch treffen können, das wäre vielleicht ganz gut. Ich
direkt gewisse Vorteile. Na, mein Großer? Alter, finde, was ist denn los mit meinen Schießkünsten mittlerweile? Mann. Oh, wow. Sagt er und schießt daneben. Ich wollte sagen. Stirb doch, meine Güte. Läuft, ne? Aber es ist eigentlich zu 90% immer ein Schuss, ein Treffer und ein Tod. Also Snipen ist meins, grundsätzlich in diesem Spiel. Ist doch schon mal gut. Wir fahren in die komplett falsche Richtung. Du weißt, wo das Ding ist. Ich fahre nur dir hinterher. Ja, wie gesagt, wenigstens schießen kannst du. Wenigstens etwas. Ich muss wieder durch den Checkpoint hier durch. Ist ein Scheiß. Ich fahre hier rum. Oh, ist er offen? Ach doch, tatsächlich. Aber sag das nicht dem Zoll. Ja, aber echt. Alles klar. Jo. Was geht, Gewitter? Ja, du bist auf Vollspeed, ne? Ja. Gut. Diesmal ein Auspuff, nicht Qualm. Nein, du hast repariert, ne? Ja, natürlich. Ja, klar. Ich werde es vermissen, unser altes UFO hier. Ja, ne? Das stimmt schon. Vorsicht, hier ist ein Loch. Ich hatte nicht vor, rechts von uns Huhn. Vor uns Huhn. Es dreht! Du kriegst es! Nein! Ah, schade. Wieder extra noch. Oh. In die Richtung längs. Hab's. Hey, hat es gesagt, fick dich? Hab's genau gehört. Warte, ich hab ein Messer, Junge. Ist schon weg. Wir haben eigentlich dafür keine Zeit, aber ist okay. Weißt du, was geil ist im VR-Mod? Nein. Okay, ja, schieß los. In der VR-Version ist zwar das Fahrradfahren ziemlich, sagen wir mal, schwierig. Ja. Weil es halt von der Steuerung, wie gesagt, Hände, Kopf, ist irgendwie völlig verkehrt. Kann ja ziemlich schnell übel werden. Das Geile aber ist, du kannst fahren und schießen dabei. Oh, das ist cool. Du kannst auch schlagen, du kannst Items brauchen während des Fahrens. Das heißt also, wir spielen VR, wenn wir das Auto haben. Dann fährst du und ich schieße. Also schießen wir beide. Ja. So wird dann der nächste Blutmond aussehen. Na stark. Also ein Blutmond in VR wäre schon geil. Boah, maximal anstrengend. Aber auch geil. Ja, schon. Ich glaube, ich probiere es beim anderen Spielstand. Wobei ich dann Gefahr laufe, dass ich Blutmond sterbe. Was mir da tatsächlich noch nie passiert ist. Tja, irgendwann ist immer das erste Mal, ne? Ja, bei dem anderen Spielstand, da funktioniert es halt einfach. Ich weiß nicht warum, Maurice. Vielleicht, weil es ein Singlespieler-Spielstand ist, Maurice? Und du nicht da bist? Was möchtest du mir damit jetzt sagen? Weiß es nicht, nur so. Ich denke laut vor mich her. Einfach so als Gedanke, ne? Ja. Ist okay. Guten Tag. Ist okay. Habe ich. Ich habe eine Herausforderung abgeschlossen. Ranger Station Foxtrot. Ja, das ist Schwierigkeit 1,5. Ja, wegen verbrannt wahrscheinlich. Also, das ist. Ich würde sagen, der halbe ist verbrannt irgendwie. Das Verbrannt-Symbol dann. Oder schon, ja. Das kann sein. Dann gehen wir mal looten, ne? Ich gehe jetzt mit der Ranch voran. Genau. Der Geier hinter dir. Oh. Nimm mit, die Leiche. Wir brauchen Rotten Flash. Danke. Ah, schubst nicht. Ich mach doch gar nichts. Du hast mich runtergeschubst. Ich will nichts sagen, aber ich glaube, der Boden da ist nicht safe. Und die Treppe auch nicht. Sieht so ein bisschen aus, ne? Oh, da ist ein. Oh, ein Backpack. Oh, ist der halbe orangen Schädel, ist das der mit den orangen Augen? Stirb. Fall runter. Einfach runterfallen, genau. Keine Ahnung. Man.
Hä? Hier ist sonst keiner? Okay. Das, was hast du erwartet? Ist in der Tat jetzt alles gewesen. Ja, ein bisschen mehr hätte ich schon erwartet, ehrlicherweise. Oh, warte, da kommt noch einer. Hallo. Guten Tag, der Herr. Hier ist eine Leiche für dich, die du abtragen kannst. Oh, hier geht's noch runter. Ja, ich... Oh, Vögelchen. Ist er bei dir? Ja, aber der kämpft. Ah! Toll. Ich muss mal los. Ciao. Alter Junge. Junge. Der Vogel ist unter uns. Ach, der ist zu doof zu hochkommen. Tür ist kaputt. Fenster auf. Zombie auch. Ich will den Hauptruf. Ciao. Oh. Cool. Ich hab so einen Hammer-Roboter gefunden. Oh. Weißt du, was ganz ärgerlich ist? Du bist runtergefallen. Der ist. Nein. Ja. Nein, ich bin gesprungen. Der ist nicht unter uns und nicht bei uns. Der ist irgendwo im Zwischenbogen gebackt. In uns? Ach, da! Ach, schön, diese Ruhe. Ich guck mal, was dein Nesto hergibt. Also cool, wir könnten uns zur Not noch hier unten reinbunkern. Also, ja, dann fallen sie alle da runter, bringt uns auch nichts, aber... Aber es wäre eine Möglichkeit, einen Ausgang zu graben, ne? Ja. So für... Komm mal kurz her, ich habe ein paar Bücherchen kurz für dich. Ja, ich muss noch mal kurz hoch. Das ist noch ein Nest. Das ist für mich. Oh, weißt du, was mir gerade einfällt? Ich habe ein bisschen Angst davor, dass hier noch Vögel kommen beim Blue Moon. Da ist eine Feuerstelle. Ja. Die muss gelootet werden. Oh, Schlafsack aufbauen. Gute Idee. Und Gebietsblock setzen. Einfach just in case. Ebenso. You know. Oh, jetzt habe ich meine Kleidung nicht repariert. Das, was ich machen wollte, habe ich nicht gemacht. Ah. Oh, ich lege dir zu Füßen. Ja, danke. Was brauche ich denn zum Reparieren dafür überhaupt? Ich lege das mal. Oh, das ist geil hier. Oh, ich brauche den Werkzeugkasten dafür. Nee. Dann hoffe ich einfach, dass ihr lange aushaltet. Ich habe was für dich. Einmal das hier. Ja, und einen Robotikhammer habe ich. Eine Robotikhammer? Ja, diese Station. Ja, ich weiß, was du meinst. Die könnten wir eigentlich... Der Bumser! Die könnten wir eigentlich hier... Nehmen wir. Stehst drauf, genau. Die könnten wir eigentlich hier vor der Tür stellen. Smart, oder? Eine Idee. Au, ha. Warum nicht? Ich glaube, der arbeitet nicht so schnell, dass er alle abarbeiten kann. Das ist ja egal. Er steht im Weg. Darum geht's. Oh. Uns nicht. Ja. Ist aber die Frage, ob es vielleicht nicht sinnvoller wäre, wenn dann bei der Treppe hier. Weil es ist der einzige Aufgang halt. Geht halt auch. Genau. Schön. Ist auch wieder ein Thumbnail-Wert hier. Ich mag auch das Summen, was er macht. Oh, jetzt habe ich F11 gedrückt. F11 wollte ich nicht. Oh. Ich tue schon wieder komische Dinge. Ja! Irgendwie hätte ich jetzt voll Bock, einfach hier einen Cliffhanger zu machen. Oh, da sieht man. Schön, da sieht man den Safe Name. Schön. Ja. Wieso? Ist der gut? Ja. Immer noch zwei Deppen Survive. Schön. Wir geben nicht auf. Niemals. Ja, cute, ne? Hey. Ja, aber Vorsicht, da geht's runter, du kannst fallen, ne? Hey, aber warum? Nur so ein kleiner Tipp. Runtergeslidet. Hey, durch was wirst du denn hier zurückgedrückt? Cool. Ich hab dich nicht geschubst, nein. Was denn? Ach ja, aber schön, kannst du hier einfach jetzt hier runter snipen einfach. Ich
glaube, die Pursi ist echt nicht schlecht. Ich glaube, die könnte, glaube ich, sogar richtig gut sein. Du kannst ja sogar recht schnell wieder abhauen. Also es ist ja jetzt nicht, dass du irgendwie jetzt einen großen Nachteil durch diese Position hier hast. Nee, hab ich nicht. Eigentlich, hast du Eisenpfeile? Nutzt du die? Ja, ne? Ja, klar. Hier, ich leg dir mal die hin. Danke. Okay, 22 geht's los, oh, ne? Ja. In ein paar Minütchen. Ladies and Gentlemen, bitte schneiden Sie sich an. Sie machen Sie durftig. Ihre Sitze aufrecht und genießen Sie den Untergang der Sonne. Wow. Ja, gut gerettet, oder? Das war schön. Ja, ne? Ja, also ich habe, wie gesagt, ich habe das Maschinengewehr dabei, ich habe das Jagdgewehr dabei. Ich habe sogar Holz dabei, ich kann sogar meinen Bogen reparieren. Geil. Nice. Oh Mann, das geht ja hier schon wieder schief, ey, wirklich. Okay, noch 40 Minuten, noch 20 Minuten. Mhm. Wenn wir jetzt aufhören wollen, sollten wir jetzt aufhören. Nein, wir ziehen das durch. Komm. Alles klar, let's go. Wir wollen auch nicht unsere Zuschauer verärgern. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal mehr als genug Stuff. Wir können erstmal ein paar Wochen aufhören aufzunehmen. Oh. Schade. Was brauchst du da oben ab? Nein. Nein, nein. Ich baue überall ab. Ich bin Multitalent. Oh. Wie, let's go, ja, aber sowas von. Hä, warum bist du jetzt traurig, DJ? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ah, ich sollte noch was trinken. Trinken, trinken, trinken. Ja, also, ja, ja, ja. Oh, es geht los. Vitamine, ja. Vitamine, Proteine. Oh, Vitamine, Vitamine, Steroide. Ja, Steroide auch. Gönnung. Wir gönnen uns Gönnung. Ich bin beschäftigt. Ganz wichtig beschäftigt. Jetzt bin ich gespannt, welche wichtig. Beschäftigt mit Vitamin nehmen. Beim Blut und im verdorbenen Wald, das ist auch geil. Doch gar nicht zu viel Munition, ne? Elara Carter, moin, ein wunderschönen. Hello, hello. Hallöchen. Ach, schau, was geht jetzt hier ab? Party geht ab. Oh, oh Mann, ich liebe das Ding, ist geil. Oh shit. I'm fine, thanks. How are you? How are you? Ach shit, da. Ja, Molotov reinjagen. Nice. Hammer. Do your thing. Ja, wie gesagt, er ist halt nicht so schnell. Ja, ist gut. Und dafür bin ich ja da. Lade nach. Solange, sag ich mal, er den ersten Sprung mitnimmt. Also, jetzt will ich das Gegenleisen machen, ey. Ist hier einen halben Hörsturz direkt. Komm, geht der Lade nach. Komm, geht der Blutmund los. Eskaliert die Lautstärke. Oh, die hauen die Pfosten unten weg. Nicht, dass uns hinter das Gebäude hier einstürzt. Oh, das wäre auch mal witzig. Was soll ich das Game direkt weglaufen? Ich finde das so lustig, wie durch die Gegend fliegen. So, damals schon geil. Einmal. Ja, reinnageln, ja, einfach. Hier. Nimmt meine Muni. Oh, das war der falsche Knopf. Und flieg! Molotov da rein. Oh, ja. Entschuldigung. Oh, was machst du denn? Da war ein Geländer im Weg. Was soll ich machen? Danach. Ihhh, er kopft mich an.
scheiß Polizei da. Oh, da sind ja mehrere. Oh nein. Hey. Schau die mit dem Dingen. Mit dem Schrauben. Schon noch einer. Oh shit, ey. Ja. Hab ich. Alter, Mann. Ah, geht auch. Meine Waffe ist gleich schon schrott. Muss man eben kurz Waffe reparieren? Oh nein, 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 ich muss nachladen. Ist gut, ist gut. Ey. Lauf, Junge, lauf. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Lad mal einen nach. Junge, 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 Junge. Oh, ich bin Level up. Fünf Fertigkeitspunkte. Baller ich denn ja dahin? Fünf? Junge, auf zu kotzen. Schon wieder nachladen. So, nächster bitte. Oh! Stimmung! Hallo Ma'am, was machen Sie hier drin? Oh, wo kommen die hier? Wo sind die unten reingekommen? Ja. Ah, das ist ärgerlich. Blöd. Wir können aber die Treppen wegwarten. Die Leitern meine ich. Gib mir kurz Deckung, ich mach die Leitern weg hier. Boah, ich probier's mal, ne? Ich hab nur den Revolver. Kommt da einer, kommt da einer, kommt da einer. Ja, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Aber na. Verdummt. Ah, das Ding ist echt. Alter, diese Boxsack da. Oh, geil. Scheiße, du bist beide nachladen. Wow. Oh, Alter, manchmal dieser. Oh, manchmal geht mir das Spritzen auf den Sack. Kommt noch eines, kommt noch eins, kommt ein paar. Ja, ja, ist gut, alles gut. Der Hammer kommt gerade nicht mehr mit. Ja, alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Keine Panik auf der Titanic. Da brennen noch ein paar. Alles gut, alles gut. Da fliegt. Der Flick brennt durch die Gegend, das ist schön. Ja, okay, vergiss das, das dauert zu lange. Ja, da kommen noch ein paar. Oh, der kommt nicht mehr. Hattest du nicht Rohrbomb? Nee, Rohrbomb hast du nicht genommen, ne? Doch, fünf Stück habe ich zwei. Versuch das mal da unten mit den Treppen, mit den Leitern. Die wegzusprengen oder wie? Ja, genau. Kurz Waffe reparieren, aber das passt. Ja. Vorsicht, Rohrbämble. Naja, ist gut, ich bin draußen. Ey, warum? Der Roboter macht nichts mehr hier. Ey, ist doch gut. Nee. Hä? Schade. Lad schneller nach. Meine Fische. Oh nein, ich bin gleich tot. Schon wieder. Dann lauf. Ja, witzig. Wohin? Ich bin eingekesselt. Oh, ah, aufs Dach. Aufs Dach? Wie? Wie geht das? Keine Ahnung. Ich war doch nicht da. Oh, ey. Oh, jetzt geht über das die Lampen. Jetzt geht das Dilemma wieder los, ey. Auf meinem Bett oder bei meinem Bett? Alter, ist das laut. Bei. Also du bist da direkt... Ach, ja. Ich glaube, es macht nicht viel Unterschied, ne? Ja, jetzt bin ich hier gelandet, ja. Ich habe keine Muni. Ich habe meine Waffe, aber keine Muni. Herrlich. Toll. Das macht ja schon. Ja, einfach die, die ich halt im Lauf hattest, ne? Naja, selbst die habe ich. Ja, selbst da habe ich null. Ich versuche. Vorsicht, das ist auch noch ein paar hinter dir. Ja, ist gut, alles gut, alles gut. Ich renne hier einfach durch. Jetzt lad doch schneller nach. Ich hab Durst. Das ist schön für dich. Ach, Alter. Nee, ich bin schon wieder tot. Na, dann spring vom Feld runter oder so. Ja, in der Tat eine gute Idee. Oh, nur nicht dabei das Bein brechen. Oh. Ich hab einen Gips dabei. Ja, ist gut, alles gut. Oh! Ich hab einfach so einen Biker vor mir. Biker-Treff. Alter, Finne. Leute, geht nicht auf den Sack. Bitte alle von mir, geht weg. Ich will euch nicht. Dein Fleisch, dein Hirn, dein Innereien. Oh nein!
Der Boxer ist kaputt. So, ich bin wieder da übrigens. Ah, das geht. Oh, schön. Da hinten kommen Dinge. Ich mach's mal ein bisschen Feuer damit ab. Da links bei der Lampe. Bei dem Scheinwerfer. Du bist Eck. Boah. Wow. Alter, da ist jemand weggeflogen. Oh, nein, das Ding läuft doch noch. Meine Waffe ist schon wieder Schrott. Alter, wie viel Schuss habe ich denn jetzt schon verballert? Ja. Oh, das ist hart. Was denn? Das ja? Ich habe 400 Schuss fast verballert. Alter. Okay, das ist wild. Bin ich ja doch froh, dass ich Nein, der Loot rollt runter! Dass ich doch die ganzen Muni genommen habe beim Händler. Ja, deswegen war auch, hab ich auch 450 genommen. Oh. Alter, wo ist denn der hingeflogen? Nice, Alter. Einfach nur schön. So. Wir hätten einfach umboxt. Huh? Steht der jetzt wieder auf hier? So. Und der wurde noch nie geboxt. Okay, 17 Schuss noch. Shit. Cool. 17 Schuss ist nichts. Nicht direkt, ne? Warte mal. Boah, Alter. Hey! Och, Alter. Ich bin schwach. Nein! Ey! Ah, diese rotaugigen Dinger sind echt ätzend. Oh, und ich bin schon wieder am Schwitzen. Das ist richtig. Solche Blutmone verlangen körperlich alles von mir. Ja, auf meinem Rucksack scheine ich direkt hier beim Rucksack. Also per Definition ist auf dem Rucksack richtig. Oh, da sind aber am diesen Mal gefixt. Wie bist du da hochgekommen? Nein! Oh. Da hinten, wo du bist, über die. Genau! Jetzt hab ich's, Minion. Oh, ich bin da runtergefallen. Okay, ich nehme meinen Sniper jetzt mal hier schön. Abfahrt. Die letzten 12 Schüsse oder so? Ja, ja. Leider. Oh, oh! Oh, Alter! Was ein Scheiß. Ey! Oh, Junge, jetzt hänge ich hier fest. Geht mir nicht auf den Sack. Oh, Alter. Junge, Alter, jetzt will er unbedingt sneaken. Oh, ey, wirklich, manche Funktionen hasse ich von diesem Spiel einfach, weil die einfach dämlich sind. Hä? Zum Beispiel, dass du, wenn du einmal Shift drückst, das Dauersprinten an hast. Wenn du weißt, das kannst du umstellen. Hä? Was ist mit der los? Wie treten die durch? Jetzt habe ich wieder keine Ausdauer. Natürlich nicht. Ich komme gar nicht mehr hier hoch. Achso, ja, die. Andere Laterne. Ja. Okay, da kam jetzt gerade ein Vogel, damit habe ich nicht gerechnet. Oh. Hi. Ah. Hi, lass uns den Boxsack in Ruhe. Alter, der baut den Vogel ab. Ja, ist wichtiger gerade. Absolut. Deckung! Alter. Entschuldigung. Feuerwehr, Junge. Feuerwehr. Feuerwehr! Ich habe einfach das Gefühl, dass einfach der gleiche Turm mir einfach zusammenbricht. Das kann passieren, aber. Ist ja nicht schlimm eigentlich. Ist ja nicht unser. Genau. Ich hätte noch zwei, drei Lootbags, die ich mit jemandem.
Da geht einer noch mal Zombies durch die Gegend fliegen. Das mit der Mama ist halt schon echt nice. App. Die Rest. Wie kann ich die Muni aus dem Maschinengewehr... Portal! Wie kann ich die Muni aus dem Maschinengewehr nehmen? Also, ich nicht... Oh! Drückst! Ich glaube, das Haus ist hier weggebrochen. Stark, Junge! Lauf! Fahrrad? Oh nein, ich habe erst gebrochen. Och nee. Ich höre eine Schlange. Oh nein, da ist Erde. Oh, ich steck fest. Ich hab Hunger. Das ist ein ungünstiger Zeitpunkt, darüber zu reden, aber ich hab Hunger. Ich fahre mit dem Fahrrad, ne? Ciao. Tschüss. Ich lade nach. Oh, ich hab ein gebrochenes Bein. Ich brauch deinen Gips. Gipsen. Ich brauch deinen Gips. Ich bin auf dem Fahrrad, ich fahr los. Ich bin übrigens infiziert. Ah, ja. Hungrig, durstig und ich habe Kopfschmerzen. Und ich bin überladen. Stark. Alter, raus. Also einmal alles, bitte. Ja, wirklich, ey. Welchen Malus hätten Sie gern? Ja. Ich nehm alles. Ich nehm einmal alles. Alter, krass, aber hast du echt das ganze Ding da auseinandergenommen. Übel. Das ist schön, das hatte ich auch noch nie. Also das schön. War, das war krass. Boah, Alter. Okay. Kurzer Break. Warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz. Komm mal. Ah ja, du hast ja was gegen Brüche. Brauchst du yeah. Schmerzmittel? Nee, hab ich. Okay, cool. Ja, sonst habe ich noch einen ganzen Verbandskasten für dich. Hab ich auch noch, hab ich auch noch. Okay, cool. Und oh, warte mal, warte mal, warte mal. Hier. Für dich. Oh ja, geil. Danke. Ich geh aufs Fahrrad, tschüss! Dito! Wenn ich nicht nachlade. Manchmal diese Animation, dass er dabei stuck bleibt, ne? Ah, gib mal manchmal echt auf den Sack. So. Ich kann ja aufs Menü zugreifen, Idiot. Brauchst du ein Ei? Ich weiß nicht warum, aber brauchst du ein Ei? Immer. Und weiter. Einmal Headshot verpassen und weiter. Nachladen. Nachladen? Ah, ah ja, man kann den Nachladen auch nicht abbrechen. Ne? Ja, genau. Das meinte ich. Du bist am Stuckt. So ätzend. Alter, die bewegen sich zu schnell. Ich komm gar nicht klar damit. Alter, nicht nachladen. Alter, komm, Fahrrad. Was geht's? Kommt da für eine riesen Horde an? Von Dicken. Die Horde. Ja. Aber warum ist halt altmodisch? Laufen, ja. Schießen, laufen, schießen, laufen, schießen. Genau, genau. Ja, das war Kill Nummer 1. Das war Kill Nummer 2. Ich markiere sie mal für uns. Finde ich gut. Weg vom Feuer, weg vom Feuer. ja, ich hau mal rein. Ciao. Genau, bis wann geht's? Bis 4, glaube ich, ne? Ja, bis 4. Müsste. Ja, gut. Einer ist schon mal gestorben. 7 Punkte. Vogel, 2. Oh, ja. Da spuckt noch wer. Ja, also, die Vögel. Ach, stimmt. Ein Vogel ist down. Nein! Ja! Gib Gas, Junge. Ein Vogel ist bei dir, ne? Ne, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ich bin aus dem Milch. Ich muss alle Waffen nachladen. Nein! Ma! Ich drück so viel E! Oh! Fahr! Einmal! Fahr einfach! Ah, ist doch, ey, ich könnte schon wieder. Oh. Big Herr, dass er einfach neben mir vorbei rennt. Echt? Oh, ich habe mir den Arm gebrochen oder verstaucht, ich bin mir nicht sicher. Ich lade einmal nach. Und weiter geht's. Ich lade meine zweite Waffe nochmal nach. Oh, er ladet sie nach, ohne sie zu öffnen. Geil. Auf geht's, weiter geht's. Ah, oh, Junge, ey. Eine Viertelstunde, dann haben wir es geschafft. Ja, aber echt. Sind die neu? Welche meinst zum du? Zum Teil ja. Die Zombies meinst du? Mit der Zombies oder was? Zum Teil sind sie tatsächlich neu und wir haben gegenüber dem letzten Mal, als wir mal gestreamt haben, ein anderes Schwierigkeitsgrad. Sagen wir jetzt leichter oder schwerer? Schwerer. Echt? Ja. Wir nehmen freiwillig schwerer? Oh! Also, nee, das. Ich hau mal rein. Ciao, Jungs. Gar kein Bock auf euch. Ey, gib Gas. Ach, der Idiot fährt nicht, wenn der geschlagen wird. Ja, ich vergaß. Das ist ja auch wieder so eine ganz
Schlaue Logik. Oh, Überlebe einen Blutmond abgeschlossen. Hey, ja, herzlichen Glückwunsch.